Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute erscheinen insgesamt 3 Videos, weil ich habe nämlich mir heute was gegönnt. Die Samsung Fit E. Ja, das ist ja ein First Impressions Video, eine Fitnessuhr. Ich habe ein Problem auf der Arbeit, kann ich keine Uhren tragen. Ich habe einen Scanner, den muss ich mir ums Handgelenk hängen. Und da ich Rechtshänder bin, ja, viel mit der rechten Hand arbeite, schalte, habe ich ein Problem, wenn ich eine Uhr trage. Das stört, das nervt. Und dann habe ich letzte Woche beim Lidl im Prospekt gesehen, Samsung Fit E, die gibt es für, ich glaube, 23 Euro Peng. Irgendwie 24. Ich habe aber auch noch andere Sachen gekauft bei Lidl, deshalb habe ich das nicht so ganz im Schädel. Die hatten die nicht in den Krabbel-Dingern, sondern musste zum Mitarbeiter gehen und sagen, ich hätte gerne die Fitnessuhr von Samsung, und dann holen die aus dem Lager wegen Diebstahlgefahr. Jo, Fitnessuhren klauen, geil, tolles Hobby. Ding ist, ich habe es danach, das war leer, die kommt also leer daher. Das heißt, ihr könnt euch die nicht einfach an Armgelenk, Handgelenk dran machen und ja, und dann auf Glück gehen, das funktioniert nicht. Die müsst ihr erstmal aufladen. Ihr seht das hier, ich habe die Einstellung so. Das ist jetzt während der ersten, ich habe heute 2 Touren gefahren, während der ersten Tour habe ich die gekauft. Der hat also jetzt zählt 5477 Schritte. Wenn ich die erste Tour noch komplett mitzählen würde, wäre ich wahrscheinlich bei 12.000. Hier die Sensoren für den Puls. Zum Aufladen muss man die hier rausholen, ja, und da ist dann wird es dann in so eine Dockingstation reingepackt und dann lädt die sich auf. Soll 7 Tage halten, bestätigen kann ich es nicht. Ich habe es ja erst seit heute. Ich muss das Video schnell machen, weil die Uhr, diese Fitnessuhr, die ist seit heute im Angebot. Ja, die misst also Schritte, Kalorien, was misst die denn noch? Also angeblich habe ich seit der zweiten Tour, warte mal, seit der zweiten Tour 1400 Kalorien verbrannt, 5000 paar hundert Schritte gemacht und im ausgezogenen Zustand ein Puls von 108. Also im ausgezogenen Zustand von 108. Alles klar. Ich weiß ja selber, dass ich ein fetter Sack bin. Aber das soll ja ein Ende haben. Ich hatte ja vor, bevor der Corona-Scheiß hier losging in Deutschland, hatte ich vor, mir ins Fitnessstudio zu gehen. Ich habe die Anmeldung gemacht, Beiträge bezahlt, FitX am Bahnhof in Drosthof. 5 Minuten von mir zu Hause zu Fuß weg. 5 Minuten. Da muss ich aber unterwegs noch ein halbes Stündchen Nickerchen machen. 2 Minuten. Ich gehe auch jetzt nicht. Jetzt, der Coronavirus, der wütet immer noch. Ja. Und bevor da nichts mit Impfstoff ist, gehe ich da nicht hin. Gut. Okay, also wir haben hier Anzeigen. Das ist nicht immer einfach, die anzukriegen, wenn man die aus hat. Wir haben ein recht kleines Display. Na, kommst du? Hallo. Die will nicht immer so, wie ich das will. Muss man die wahrscheinlich anziehen, damit die funktioniert. Das ist ein bisschen fummelig, weil wir haben nämlich hier so ein bewegliches Teil. Da kommt dann das andere Teil vom Armband rein. Ja, dann legt ihr das um, zack, dann arretiert die und dann habt ihr nochmal hier die Möglichkeit, das hier reinzutun. Dann sieht das von hinten so aus. Ja, für jemanden mit meinen Händen ist es nicht sonderlich einfach. Ja. Das muss ich mal so gestehen, weil ich habe halt Pranken. So, was haben wir? 14.10 Uhr. Dann könnt ihr hier rüber sliden und der zeigt euch dann an, was ihr hier so alles tut und könnt. Die hat sich sofort mit meinem Samsung Galaxy Note 10 Plus verbunden. Ich habe das Bluetooth immer an, wegen meinem Headset. Ich bin Bluetooth-Telefonierer. Und
sofort ein Update aufgespielt, was ich sehr praktisch fand. Also sie lässt sich sehr leicht tragen. Schwer anzuziehen für jemand mit meinen Patschepfoten hier. Himmelhilfe, ey. Ja, ich muss schon das letzte Loch nehmen, weil sonst hinterlässt das Eindruck bei mir. Aber ich habe die heute beim Arbeiten kaum gespürt. Ich hatte sie zuerst am rechten Armgelenk. Ich meine Scanner mit dem Band, der ist so ein Gummizugband, hier angezogen. Ziehe den Scanner wieder vom Handgelenk. Ging die Uhr ab. Also muss ich rechts tragen, obwohl ich es eigentlich lieber links habe. Aber da war das verlustfreier. Das ist ein tolles Ding. Weiter so, sie hat gerade eben, oh, sie sind dynamisch. Dynamisches Workout. Yes, ich sitze hier im Wald und habe ein dynamisches Workout. Das ist cool. Docking Station war dabei, das ist alles, was ihr kriegt. Da ist auch noch eine Bedienungsanleitung drin. Ihr könnt die Uhr auch ständig umstellen. Ja, da ist sie wieder. Ihr könnt die auch umstellen über die App, was die anzeigt. Also die Ziffernblätter nennen sie das. Könnt ihr umstellen. Long Battery Life, Outdoor Fitness and Sleep Tracking. Das ist mir persönlich wichtig. Ich bin aufgrund meines leicht erhöhten Gewichts, ich wiege jetzt 104 Gramm, Kilo, 104. Das war vor ein paar Tagen, war das noch mehr. Ich habe jetzt meine Ernährung so weit umgestellt, dass ich abends keine Chips mehr esse. Und habe innerhalb von 2 Wochen 5 Kilo verloren. Also ich muss definitiv was tun. Also ich werde jetzt nicht der Fitness-Guru auf YouTube. Ich werde der Waldheini bleiben. Aber ich muss halt ein bisschen auf mich achten. Mit fast 50, also ich werde am 31.12. werde ich 50. Und Übergewicht gehöre ich mit Sicherheit zur Risikogruppe. Und nein, ich kriege keine Midlife-Crisis deswegen, ja. Es geht mir völlig am, ihr wisst schon wo dran vorbei. Weder das Alter noch das Übergewicht, aber manchmal ist es schon schwierig, so viel Gewicht mit sich rumzutragen. Ich weiß, es gibt Leute, die haben mehr Gewicht. Ich weiß auch, es gibt Leute, die haben viel mehr Gewicht, auch YouTuber. Die haben sich dann unter das Messer gelegt und haben sich dann ein Magenband verpassen lassen. Das würde ich niemals tun. Muss einfach nur aufhören zu fressen. Ja, und eins dieser Sachen, die ich dann machen werde, will, ist mich gesünder ernähren und Tütensuppen oder so ein Scheiß fresse ich schon gar nicht mehr. Ich koche eigentlich jeden Tag frisch und diese Fitnessuhr soll mal ein bisschen so für mich der Punkt sein, mich selber zu überwachen, wie viel Bewegung hatte ich heute, gerade jetzt, wenn ich in Urlaub gehe. Fahren wir dann in die Nordsee. Wie viel habe ich mich da bewegt? Weil viele Leute nehmen im Urlaub zu. Ich will aber jetzt im Urlaub die 2 Wochen nutzen, ein bisschen abzunehmen. Wenn ich abends unbedingt was knabbern will, mache ich mir einen Kohlrabi. Ja, ein ganz kleines Stiftchen und dann dippe ich den in Quark. Laktosefrei, weil ich habe Laktoseintoleranz. Ich bin sowas von gesegnet, ich schwöre es euch. Also, erster Trageeindruck, der Fit-I-E ist sehr positiv. Langzeit-Review würde ich sagen 2-3 Wochen. Dann gibt es das wahrscheinlich nur noch auf Amazon oder wie auch immer. Aber ich bin ein Samsung-Fan. Samsung ist für mich eine der besten Firmen, wenn es um Elektrogeräte geht. Ja, da bin ich ein Fanboy. Das muss ich so gestehen, seit ich das erste Samsung Galaxy Note in der Hand hatte, das war das Nummer 1. Ich habe seitdem nichts anderes mehr gehabt. Ich will auch nichts anderes mehr. Samsung Galaxy Note 1, 2, 4, das 7 habe ich übersprungen, 8, 9 und jetzt das 10 Plus. Ich will nichts anderes. Samsung Galaxy Note oder Samsung Produkt. Ich habe Fernseher ist von Samsung. Zwei Stück von Samsung. Das ist für mich eine Top-Marke. Und nein, ich werde nicht gesponsert von Samsung, aber lauft schnell zum Lidl, holt euch das. Und wenn ihr nicht zum Lidl laufen könnt, dann bestellt es euch auf Amazon. Falls ich das auf Amazon finde, packe ich euch den Link in die Beschreibung. Ich
werde die jetzt also mal ein paar Wochen testen. Und dann komme ich mit dem Langzeitreview rüber. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, bleibt fit und lasst euch nicht anstecken. Tschüss, Mario, schwenkt du. Tschüss, ab und schwenkt die Kapp. Und wie der Benjamin Klaus so sagen würde. Tschüss, Le. Oh, morgen. Kommt nur ein Video. Nicht traurig sein. Übers neue Survival-Magazin. Und wessen Messer hat gewonnen? Neckknife? Ich verrate noch nichts. Tschüss.